Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Jagged Alliance 2. Schön, dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir den südlichen Sektor von Cicena befreit und haben einen neuen Kollegen dazu bekommen. Das hat uns ordentlich gefreut. Und was uns noch viel mehr freut, ist das Sektorinventar. Schöne, saftige Sachen. Wir werden erstmal anfangen, das ein bisschen zu verteilen. Jeder, der bis jetzt noch keinen Camo-Helm hat, bekommt jetzt erstmal einen Camo-Helm. So. Jetzt hoffe ich nur, wir haben genug davon. Und... oh, einen zu wenig. Ist nicht so schlimm. Dann haben wir noch zusätzlich eine Kevlar-Weste, die wir direkt mal an Ira weitergeben. Und was bringt mir der Kevlar-Helm? 14. Weniger Camo, mehr Rüstung. Ich glaube, den können wir Ira einfach mal geben. Ist letztendlich egal, wer den kriegt. Unser am stärksten gepanzerter oder unser Frontliniencharakter sollte am besten wahrscheinlich noch die Kevlar-Hosen dazu kriegen. Dazu muss der aber relativ stark sein. Ich glaube, die gebe ich einfach mal an Grunty. So, dann ist der noch besser gepanzert. Hier sind Zigarren, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Oh, hier ist direkt Replaceable Barrel. Was bringt mir das denn? Weiß ich nicht. Sagt mir alles nicht viel. Jetzt will ich mal gucken, was hier so für Carrier-Rigs rumkreuchen und fleuchen. Oh, hier liegt sogar noch ein Radio-Set. Das kann ich nur leider gerade nicht gebrauchen. Denn ich habe ja sowieso schon eins. Ich nehme mal hier das Fernglas aus dem Carrier-Rig raus und dann gucke ich mal. Oh, das hat... ja, eine große Item-Tasche weniger. Hat dafür aber Granatentaschen. Granatentaschen ist natürlich interessant. Ich denke mal, das ist ein Ding für Grace. Ich werde mal hier... achso, die Granaten passen auch in die Magazintaschen. Ich weiß ja nicht. Wo habe ich es denn hingetan? Hier, genau. So. Warum passt denn die Granate nicht in die Granatentasche? Ah, zumindest die Mini-Granate passt da rein. Das Magazin und das Magazin hatte die noch mit. Dann schauen wir mal. Wir haben nämlich noch mehr Granaten dazu gekriegt. Eine zweite Mini-Granate kann man immer mal gebrauchen. Und Barry hat noch den Explosive Skill. Ich wollte erstmal noch kurz gucken, was denn... da ist auch noch eine Granatentasche und was ist das für ein Slot? Ich weiß nicht genau, was das für ein Slot ist. Ich glaube, der behält erstmal das alte. Oh, das ist ja echt wie im Himmel hier. Heilige Scheiße. So, der nimmt erstmal noch zwei von den Granaten. Und dann werden wir mal gucken. Die Mini 14 hat 67, 30, 36. Und diese hier hat 33, 28, 18. Das heißt, wir werden hier die Visierung abbauen. Das restliche Magazin auch noch ablegen. Und dann werden wir uns ganz geschmeidig die Mini 14 kredenzen. Und die Visierung wieder draufbauen. Und dann werden wir... was brauchen die für Muni? Die müsste... nee, die nicht. Sag nicht, hier habe ich keine Munition für die Ruger. Ah, doch. Zumindest ein Magazin habe ich hier. 556x45. Jetzt kann ich nur hoffen, dass ich davon noch mehr habe. Was ist das hier? Ein großes Magazin, das ist für die Kaliko. Ich habe leider nicht mehr Munition. Das ist extrem ärgerlich. Also richtig extrem ärgerlich, denn die Mini 14 ist eine meiner Lieblingswaffen, vor allen Dingen jetzt so in der Anfangsphase. Moment, die hat 40, 29, 20. Der Karabiner.
40, 29, 20. Die ist auf jeden Fall schlechter als die Mini 14. Aber zumindest habe ich dafür ordentlich Munition. Sogar panzerbrechende Munition. Ich glaube, ich werde in den sauren Apfel beißen. Und werde erstmal den Karabiner verwenden. Und werde einfach die Mini 14 für später aufheben. Für wenn ich dafür mehr Munition auf Tasche habe. So, Karabiner. Was bringt der mir eigentlich genau? Was ist das hier? Ja, kann eventuell für Nachteinsatz gar nicht so schlecht sein. Dann werde ich auf jeden Fall die ganze Munition dafür mitnehmen. 2-2, okay. Also die Mini 14 und die MP5 10 will ich auf jeden Fall mitnehmen. Die hat 37, 26, 29. Die gebe ich direkt mal dem Grunty. Gebe ich die Grunty? Ich gebe dir einfach mal Barry. Oh, dafür haben wir gut Munition. Und die Munition passt auch hier in fast alles. Barry hat momentan diese Waffe. Ich denke mal, die werde ich dann an Ira weiterreichen. Ich lege erstmal ein bisschen Munition hier ab. Und ich denke mal, die MP-Magazine werden auch hier in die Colt reinpassen. Moment, 37, 26, 29. Ja, die ist auf jeden Fall viel besser. Hat Barrel Extender, ich denke mal, der wird irgendwie und ein Scope drauf. Das ist natürlich auch noch super. Der Barrel Extender bringt mir Lower is better. Ah ja, der bringt mir eine höhere Reichweite. Okay, gut zu wissen. Scheint aber auch Nachteile zu haben, auch wenn ich jetzt nicht genau geguckt habe, was sie sind. Das ist noch ein Pistolenmagazin hier. Das Magazin brauche ich im Moment auch nicht. Dann habe ich hier noch eine Schrotflinte. Ich werde auf jeden Fall erstmal... Genau, hier habe ich leider normale Munition nur und nicht die... Keine Sondermunition. Da hätte ich ganz gerne... Ja, zumindest ein Magazin Hohlspitze habe ich hier noch. Da habe ich vielleicht irgendwo noch ein bisschen mehr Hohlspitze. Das ist alles nur normale Munition. Die will ich ja eigentlich gar nicht. Oh, Ira habe ich vergessen, das Fernglas wiederzugeben. Aber Ira wird gleich eh noch ausgerüstet. Ich gehe einfach mal von oben durch jetzt. So. Barry kriegt die Colt. Alles klar. Barry ist damit, glaube ich, fertig. Was bringt mir denn die Uniform? Offiziersuniform, okay. US-Uniform? Ich weiß ja nicht. Hat halt besseres Camo. Aber wesentlich weniger Panzerung. Ich glaube, die kann ich nicht wirklich gebrauchen. Dann will ich aber auf jeden Fall... Ich nehme direkt nochmal ein, zwei Magazine mit. Man kann ja nie wissen. Das ist 9x18 für die Scorpion zum Beispiel. Ich glaube, Barry ist erstmal fertig ausgerüstet. Dann haben wir als nächstes Grace. Grace hat im Moment diese Kackwaffe mit 29, 25, 17. Die Skorpion hätte 6, 24, 11. Das ist schlechter. Die Mikro-Uzi ist auch schlechter. 20, 41, 20. Die hat natürlich ordentlich Schaden. Hat aber, glaube ich, nur Shells. Ich hätte gerne Slugs für die Waffe. Und vor allen Dingen der Kollege Manuel hier, der hat auch schon... Was hat der denn? Der hat auch die Itaka 37. 12 Gorge. Gorge? Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Das heißt, wir haben sowieso schon einen, der eine Schrotze benutzt. Max ist auf jeden Fall fertig ausgerüstet. Das ist erstmal genug Munition für die nächste Zeit. Ira hat noch keine ordentliche Waffe, noch nie eine ordentliche Waffe gehabt.
Ich würde mal sagen, ich gucke erstmal, was auf der Calico eigentlich drauf ist. Ach so, okay. Das ist nicht so ganz das, was ich mir vorgestellt habe. Aber 2027 irgendwas, die hat nur 425. Ja, die Calico ist auf jeden Fall besser. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Ira tatsächlich ein SMG gebe. Oder vielleicht sogar die Schrotze. Die hat 20 Accuracy. Ich meine, Ira war mit der Pistole bisher gar nicht so schlecht. Oder mit dem Revolver war es, ja. Aber ich würde gerne, vor allen Dingen, weil diese anderen Waffen, die hat 14 vielleicht noch, die ist auch weniger genau, weil diese anderen Waffen mir nicht so wirklich zusagen und Ira mit einer Schrotflinte mir einfach vom Thema her nicht zusagt, würde ich sagen, wir nehmen auf jeden Fall die Calico für Ira. Und das bedeutet, wir nehmen ordentlich... Wieso passen die denn hier nicht rein, die Calico-Magazine? Das ist ja eigenartig. Muss ich vielleicht doch ein anderes Carrier-Rig nehmen? Vielleicht hier die Police Vest? Nee, da passen die auch nicht rein. Sind tatsächlich hier diese Magazine so groß, dass sie in den Rucksack müssen? Ja, ich meine, dann tue ich sie halt in den Rucksack, das ist ja auch kein Ding. Ja, scheint so zu sein. Was ist das hier noch? 29, 25, 17, das ist doch gar nicht so schlecht eigentlich. Und die braucht hier diese 9x18er Munition. Die Skorpion hat... ja, ist schlechter. Sollte ich vielleicht doch die PP93 benutzen? Mir gefällt eigentlich die Calico grundsätzlich ganz gut, aber die PP93 scheint von den Stats einfach besser zu sein. Gucken wir mal. Ja, die hat auf jeden Fall Einzelschuss. Ja, warum nicht? Was braucht die nochmal für Munition? Hier habe ich genau, diese MP-Magazine. Sind das unterschiedliche? Das ist ja eigenartig. Achso, das ist 9x19. Braucht aber 9x18. Aha. Hier habe ich nochmal 9x18 Pistolenmagazine. Hier habe ich eine ganze Menge. Ich habe ganz viel 9x19 Munition, aber ich habe wenig 9x18 Munition. Das hilft mir natürlich wenig, weil die 9x19 Waffen alle kacke sind. Ich hätte ganz gerne. Kann ich hier noch den. Achso, da ist schon ein Flash Suppressor dran. Wo habe ich denn jetzt die Visierung? Ah, genau. Hier habe ich die Visierung. Dann hier habe ich, ja, hier habe ich Barrel Extension dran. Grunty schießt ja auch ganz gerne mal nachts. Ach, jetzt hat Grunty hier diese Kackwaffe. Das ist ja auch ein bisschen traurig. Also diese Waffe hat mir bisher überhaupt nicht gefallen. Also gar nicht, obwohl die eigentlich recht gute Werte hat, aber damit habe ich einfach nicht getroffen. Ich werde eventuell einfach Grunty mal die Mini 14 geben und dann halt zusätzlich noch eine Pistole. Dafür habe ich gerade ein First Aid Kit da aufgenommen, erscheint so. Das ist PP93? Hatte ich nicht hier eben die PP93, die ich weitergegeben habe? Grace hat auch noch die PP93. Das heißt nicht im Ernst, ich habe Ira gerade auch diese Kackwaffe gegeben. Doch, genau das habe ich. Ja, Kommando zurück, Ira. Die PP93 hat zwar gute Stats, trifft aber kein Scheunentor. Hier, bitte, du kriegst doch die Calico. So sieht's aus. Und Grunty hat hier einmal diese Vollautomatikwaffe, der ich mich bisher nicht so wirklich anfreunden konnte. Dann wird er wohl mal... Kriegt er eine Pistole? Ich sehe gerade, ich habe schon eine Viertelstunde nur darauf verbraucht, hier schon wieder im Sektorinventar rumzugucken, aber so spiele ich das halt. Und so müsst ihr euch das anschauen, ja? Es tut mir einfach leid. Aber genau so ist es. Ich werde Grunty einfach die Mini 14 geben. Und werde da, wo habe ich denn jetzt eben diesen Flash Suppressor hingetan?
genau hier, weil Grunty auch eine Nachteinsatzspezialität hat, werde ich Grunty da direkt den Flash Suppressor draufbauen und die Colt, da baue ich das Scope runter und baue das auf jeden Fall auf die Mini 14, weil die Mini 14 sinnvoller ist, um auf Distanz zu schießen, so. Und dieses Mal werde ich die Rüstung nicht verkaufen, denn Rüstung kann die Miliz auch anziehen, die ich jetzt gleich trainieren werde. Ich werde einfach, hatte ich eben das First Aid Kit Grace abgezogen, anscheinend hatte ich das, ne, Grace hat ihr es noch. Grunty braucht keins. Ich glaube, ich hatte das Ira abgezogen, ja, dann kriegt Ira das mal wieder zurück. Jetzt gucke ich gerade mal, ob es hier noch irgendwelche Sachen gibt, die ich ganz gerne noch einsammeln würde. Ja, ein Extended Ear, jeder, der noch kein Extended Ear hat, der kriegt jetzt eins. Die Dinger sind einfach Dufte. So, noch eins. Ja, damit hätte jeder ein Extended Ear. Was kann ich mit dieser Medaille machen? Was bringt die? Repair Ease. Ja, toll. Bringt mir gar nichts. Ich habe noch ein Wurfmesser. Ich wollte vielleicht dann doch irgendwann mal ein Wurfmesser verwenden. Aber egal, ich lasse das erstmal liegen. Hier ist ein Calico-Magazin. Ich nehme einfach noch ein paar Mal Muni für die Itaka mit. Einfach nur so, vielleicht brauchen wir die ja mal irgendwann. Und, ach, der Kollege hat leider keine Tasche. Das ist natürlich schade. Und hier liegt, glaube ich, auch keine Tasche. So wie ich das sehen kann. Nee, hier liegt leider keine Tasche. Das heißt, er kann keine Gasmaske einstecken. Ah. Ich habe aber auf jeden Fall hier noch die MP5 rumliegen, ne? Ich glaube, ich werde mal... Bei welcher Charakter? Grace hat noch diese Scheißwaffe. Ich werde mal Grace die MP5 geben. Und die restliche Muni dazu. Die MP5 ist ja nun wirklich eine richtig gute Waffe. Jetzt hat die zwar keinen Scope mehr drauf, aber trotzdem. So, ansonsten liegt hier nichts mehr, was mich jetzt wirklich interessiert. Also ich würde natürlich eine ganze Menge... Ach so, die Camo natürlich noch. Ich würde ganz gerne die ganzen Sachen jetzt natürlich zurückschippern zu Toni. Aber ich habe so das Gefühl, dann wird der Sektor hier wieder eingenommen. Und ich würde ganz gerne auch erstmal den zweiten Teil von Chicena einnehmen. Was ich jetzt auf jeden Fall machen werde, ist Waffen schön reparieren. So. Ira ist diejenige, die die Teaching-Fähigkeit hat. Das heißt, Milizen trainieren. Bitte, bitte, bitte. Grace unterstützt sie dabei. So. Und ich glaube, ich kann nur... Genau, ich kann nur zwei Leute haben. Wenn ich jetzt den zweiten Sektor noch eingenommen hätte, könnte ich in dem zweiten Sektor auch gleichzeitig Milizen trainieren. Aber so viel Zeit muss dann doch sein. Muss ich mal gucken, was ich hier noch machen kann. Trainieren kann ich noch. Was ist ein Facility? Was gibt's denn hier? Was kann ich denn hier machen? Der darf da nicht rein. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn ich da einen Sheriff abstelle. Ach so, in der Mine kann man... Town Prison... Ah, ich habe gar keine Gefangenen. Okay, dann bringt das auch nichts. Max hat doch recht hohe Weisheit, ne? Was passiert denn, wenn ich jetzt... Hier, Facility, Building, Staff. Achso, ich hab nicht genügend Loyalität. Ich kann da gar keinen Sheriff einsetzen. Hätte mich mal interessiert, was passiert, wenn ich jetzt einen Sheriff da einsetze. Dann werde ich doch lieber weiterhin ein bisschen an meiner Agility feilen. Und der Kollege hat noch nichts zu tun. Was hat er denn? Leadership 45 und Grace hat 62. Okay, dann trainiert er einfach mal ein bisschen was. Ich kann mobile Milizen jetzt trainieren. Wie viel kostet das jetzt? Das ist viel zu teuer. Kann ich mir im Moment leider noch nicht leisten. Auch wenn es mega interessant klingt. Das sind dann halt Milizen, die laufen hier rum
und fangen die Patrouillen von Date Runner ab. Ich werde einfach mal Marksmanship üben und mit Grunty Practice Marksmanship, so. Und dann spulen wir erstmal ein kleines bisschen vor. Und hoffen einfach mal, dass die Milizen fertig werden hier, bevor irgendwie ein Unglück passiert. Nicht, dass hier irgendwie noch jetzt ein Gegenangriff kommt, obwohl ich noch nicht die gesamte Stadt eingenommen habe. Ich glaube, normalerweise kommt der Gegenangriff halt erst dann, wenn man die gesamte Stadt schon eingenommen hat. Wir machen einfach mal weiter hier. Wir haben schon jetzt 47% Loyalität, das ist zwar immer noch nicht besonders viel. Wir müssen halt aufpassen, dass niemals unsere Verträge unter 3 Tage fallen. Im Moment gebe ich auch noch zusätzlich Geld dafür aus, dass also meine Milizen trainiert werden. Das heißt, das wird auf jeden Fall nochmal eine ganz knappe Geschichte. Und jetzt sind auch noch meine ganzen Schlafzyklen unsynchronisiert. Das ist natürlich noch zusätzlich stressig. Ah, there is hope for me yet. So, Barry kriegt Mechanik-Skills. I'm all done. Zweite Gruppe Milizen ist fertig. Wir trainieren einfach mal weiter. Und da müssten die jetzt von zu regulären Milizen werden. Von grünen zu hellblauen Milizen werden. Und die kosten mich auch schon mal direkt 90 am Tag, ne? Die Kollegen. Oh, da kommen Gegner. Und die werden hier gleich einmarschieren. Da sehe ich doch von hier. Die werden hier gleich definitiv einmarschieren. Das heißt, alle Leute postieren bitte. Alle schön postieren, bevor hier noch ein Malheur passiert und die mich hier mit heruntergelassenen Hosen erwischen. Was ist das für einer? Das ist Barry. Okay, ich setze erstmal mit Shift N die Nachtsichtgeräte ab. Und die werden gleich von Süden hier einmarschieren. Von Süden hier einmarschieren. Habe ich hier nicht irgendwo, guck ich mal, was mit Flachdach? Ihr wisst ja, Flachdächer sind immer meine Liebsten. Aber hier ist nirgendwo was mit Flachdach. Das ist natürlich schon ein bisschen scheiße. Ich werde mich einfach mal hier drin postieren. Yes! Hier in diesem Gebüsch. Will do! Ich glaube nicht, dass das so eine sonderlich gute Idee ist. Aber wo soll ich denn sonst hin? Hier in die Hütte vielleicht, aber das ist dann extrem gedrängt. Ich glaube, das ist das Sinnvollste, was ich jetzt in dieser Situation machen kann. Aber dann werden die halt, wenn die hier spawnen oder... Also wenn die hier spawnen, ist das okay. Noch relativ. Dann ist halt nur eine relativ große Menge, das sind immerhin 10 Leute. Aber wenn die zum Beispiel hier spawnen, dann werden die hier einmal nach Norden durchwalzen und werden meine ganzen teuren Milizen platt machen. Das wäre natürlich auch scheiße. Ja! Ich denke mal, ich werde einen Charakter, der relativ gut im Nahkampf ist, hier zum Beispiel. Ist gut! Und dann braucht er noch ein bisschen Unterstützung. You got my ear! Gebe ich ihm Grace noch mit. Die ist ja auch relativ verwundet. Yes! Die gehen hier einfach in dieses Gebäude rein und können dann, wenn Not am Mann ist, hier vielleicht mal aus dem Fenster rausgucken oder so. Und Grunty, den habe ich denn jetzt noch nicht. Hier habe ich Grunty. Yes. Barry. Ja. Max. Yes. Manuel ist da drin. Yep. Grace ist da drin. You got my ear. Ira habe ich noch nicht. So, Ira kommt jetzt auch nochmal hier hin. Und dann versuche ich mich so zu platzieren, dass sie also hier nicht direkt mich abfrühstücken, wenn die hier in den Sektor reinkommen. Das kann sonst gerne mal passieren. Und jetzt habe ich wenigstens auch halbwegs gute Waffen, die ja so ein bisschen über Distanz nicht ganz so schlecht sind. Max legt sich da auch nochmal hin. Und Barry
Ja, genau, hat den Werkzeugkasten wieder weggesteckt. Und legt sich dann direkt hier hinter dem Busch. So. So stark flankieren werden die mich hoffentlich nicht, dass sie hier direkt von oben reinkommen. Und Ira gibt dann, denke ich mal, ein bisschen Rückendeckung. Guckt halt nach, dass hier keiner auf einmal rauskommt. So. Und die beiden machen hier jetzt erstmal die Tür zu. Der große Vorteil ist übrigens, wenn mich jetzt hier Leute angreifen in diesem Sektor, dann bekomme ich direkt Loyalität dazu, wenn ich die besiege. Das ist natürlich extrem praktisch. So, ich sehe gerade, wir haben 26 Minuten rum. Das heißt, ich werde hier erstmal die Folge fertig machen. Und in der nächsten Folge werden wir dann sehen, was passiert, wenn die Jungs hier nach Norden ziehen. Ich hoffe, wir sehen uns auch dann wieder. Bis bald.